So. Und jetzt gucke ich mal, ob ich mit dem Muster was anfangen kann. Ja, da unten ist nichts. Brich die erstmal ab. Wir wissen noch gar nicht, wie viel wir davon brauchen. Genau, Landfill hätte ich gerne. Nicht viel, nur so ein bisschen Punchekram. So. Da und da. Jetzt gib mir diese, die da. Und guck mal, wie viele davon nebeneinander passen. 4, genau 4. Das ist sehr schön. Das heißt, von hier aus gib mir bitte mehr davon. Hier wird jetzt Wasser hergestellt. Dann wird es nach oben gebracht. Dahin. Zu Tanks. Von hier aus dann irgendwo hierhin für Boiler. Ich brauche mal eben ganz, ganz viele Boiler. Unter was fallen die Boiler jetzt schon wieder? Ich habe keinen Stein für Boiler. Okay, ich hole mir Stein. Und guck mal bitte vorher ganz kurz, ob wir noch andere Alternativen haben. Du hättest 11x11, brauchst aber Titan. Du brauchst Nitilot irgendwas. Nee, ich glaube, das war's. Ja, da gibt es keine Aufstufung. Nee, ich denke, das wäre jetzt die Alternative zu unserem Muster. Alles andere ist viel zu teuer. Ja, gucken wir. Erstmal brauche ich jetzt Licht, verdammt nochmal. Und Steine. Und dann baue ich jetzt das auf, dass unten das mit dem... mit den Steam Engines klappt. Also mit den Yuuki Steam Engines da. So, gib das alles her. Und bau... Wofür fehlt mir jetzt Stein? Ah, für Boiler. Bau ganz viele Boiler. Und hol von hier aus bitte Steine noch ab und die Briketts. Steine. Briketts, Briketts. Jo, ist ein Anfang. Du Nummer 200, du Nummer 200, go. Ja. Ja, 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 ja. Entwickelt sich, entwickelt sich. Tränke gehen richtig schnell weg. Und ich habe keine hergestellt. Ja, okay. Strom? Strom hält sich. Strom hält sich, das ist sehr gut. Es wird auch bald wieder Tag. Das heißt, wir setzen den restlichen hier vorne und dann klappt das hoffentlich alles. Ja, mal gucken, ob ich später noch zweigleisig fahren muss. Aber erstmal will ich jetzt beides haben. Sowohl Steam Engines als auch Solar Panels. Kann ich jetzt übrigens schon Tanks bauen? Nein. Achso, das ist gerade in Forschung. Ja, okay. Ein Muster für die hier hätte ich jetzt ganz gerne. Also sie müssen irgendwo mittig befüllt werden. Gucken wir mal so. Dann kommen Ärmchen zum Befüllen. Fließbandärmchen zum Befüllen. Wieder so. Wieder Fließband. Ne, geht nicht auf. Das Muster ist auch doof. Ihr könnt mir doch alle mal. Ja, das ist für mich das jetzt Argument. Ich ignoriere jetzt komplett, dass ich jetzt kostenloses, sauberes Wasser habe. Ich mache jetzt alles mit Solarenergie. Keinen Bock, mich da an irgendwelche doofen Muster anzupassen. Im Notfall kann ich es damit immer noch machen, aber bis dahin ist erstmal Schicht im Schacht. Du kriegst jetzt zwischendurch erstmal noch ein bisschen deine Briketts hier angefüttert, damit wir genug Zeit haben, um auf die Solargeschichte zu bauen. Aber den kannst du mir mal an die Füße packen. Bau mehr, 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 mehr. So. Wir testen dann jetzt hier oben unser neues Muster. Warum sind das nur die schlechten? Achso, weil ich die besseren noch gar nicht in Massen gebaut habe, weil ich die nicht getraut habe.
hier ganz viele davon. Die ewig lange dauern. Na, dauern sie halt ewig lange. Ja, wo war, warte mal. Wenn wir denn ganz auf die Steam Engines verzichten, dann brauchen wir den Platz hier unten auch gar nicht. Dann teste ich die hier mal. Also, im Muster geht's innen auf. Hä? Ja, so geht's auf. Und wofür ist denn der Platz dazwischen? Durchlaufen kann man denn dann... Ah, doch, kann man. Oh, warte. Gib mir ein paar davon. Blockieren wir mal den Weg, als wenn hier überall welche wären. Und ich kann trotzdem da durchlaufen. Ah, super. Das ist schick. Also ich kann jetzt alles zupflastern, außer halt diesen Weg zwischen den Poles. Und das mache ich jetzt auch. Die gesamte Basis, die... Also alle Fläche, die nicht genutzt wird, wird jetzt vollgeballert mit den neuen Strommasten hier. Die übrigens auch eine recht nette Grafik haben. Und Solar Panels. Ganz verdammt viele Solar Panels. So. Chunk, 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 chunk. 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 Fluid Handling ist gleich fertig, obwohl wir es gar nicht mehr brauchen. Aber wir können die Tanks trotzdem noch gut gebrauchen für die Ölgeschichten später. Also fast keine Forschung ist verschenkt. Irgendwann werden wir irgendwas für irgendwie irgendwas nochmal benutzen müssen. Das war sehr vage. So, dann machen wir hier neben einfach mal euch hin. Ganz so viele brauchen wir gar nicht. Mach lieber mehr hier. Wobei das Befüllen kommt tagsüber auch ganz gut hinterher. Aber ja, wir haben auch noch die dazu. Ja, ist okay. Einfach weiterbauen. So, starren wir ganz kurz auf das Ding. Was brauchen wir jetzt als nächstes? Wenn wir wirklich komplett auf Solar gehen wollen, würde es ja eigentlich Sinn machen, das aufzustufen. Problem dabei ist nur, dass die wirklich ziemlich teuer sind, die nächste Stufe. Da. Braucht Superconductor und 8 Boards. Der Superconductor war teuer, oder? Also müssen wir ihn selber noch erforschen. Und er braucht 3 Stahl. Ja, geht. Oh, warte mal. Erstmal würde ich aber, glaube ich, die Capacitors erforschen. Die brauchte ich allgemein auch für andere Dinge. Nein, die will ich nicht. Ich will lieber die Replikator-Capacitor benutzen. Da brauche ich keine komischen blauen Chipboards und anderes Gedöns. Also wir haben jetzt ja 2 Arten von Solarpanel. Einmal die hier und einmal die anderen. Kann gut sein, dass die anderen im High-End-Bereich besser sind, aber jetzt bin ich noch nicht da. Jetzt will ich die hier haben. So. Wo sind die Tollen? Da sind die Tollen. Habe ich übrigens Mauern gebaut? Nö. Bau mal bitte Mauern. Damit wir unser Territorium mal abstecken können. Das wird noch eine Weile dauern. Und es wird schon wieder dunkel. Ja. Ja. Da ist eine Lichtspur. Folgt der Lichtspur. Ich muss neue Briketts holen, damit die da noch laufen. Ich brauche wahrscheinlich auch bald neues grünes Zeug. Jo, grünes Zeug ist alle. Mach bitte Licht. So. Oh, einen Härtetest habe ich noch gar nicht gemacht. Nämlich den Härtetest, wie gut ich Fabrikkomplexe in das 9x9 Muster da reinbekomme. Das sollte ich auch demnächst machen. Oh, du hast nichts zu tun. Hier Stein. Bitteschön. Dankeschön. So, Fluid Handling ist fertig. Jetzt hätte ich ganz gerne die da. Klick. Und euch. Wäre hier oben noch irgendwas zu tun? Brauche ich gerade Rohstoffe? Kannst ein bisschen Eisen klauen. Auch wenn ich es nicht so wirklich super doll brauche, aber Schaden tut es auch nicht. Lampe. Lampe. Was ist mit
dir. Ja, ich habe gerade gesagt, dass ich Eisen nicht so super toll brauche. Dann reiße ich die hier auch mal ab, damit die keinen Smog produzieren. Müssen ja nicht unnötig unsere Nachbarn ärgern und so. Dum, 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 dum. Du gehst schon langsam auf Grundeis, hä? Setz dich mal um. Warte, wir haben da unten in unserer Basis ein grünes Ding, ne? Ja, es ist wesentlich zentraler. Das lockt nicht so viele Touristen an. Mach das hier weg. Wobei die eigentlich gar keinen Smog verursachen, ne? Die Poles. Aber die werden trotzdem manchmal angegriffen. Also ich denke, die könnten ein bisschen provozieren. Mach das da mal weg, so. Also, es geht jetzt zu dem Feld da unten. Da setzt ihr dann zwei Drills hin, die dann bitteschön das grüne Zeug für mich abbauen. Ja, damit. Da ein bisschen Muni. Und wie viele Fabriken habe ich gerade? Gar keine. Bau bitte mal eine Handvoll Fabriken. Und wir testen dann, wie das mit dem Muster hinhaut. Kann ich auch hier unten testen. Und ich sollte hier bei unserem Solar- und Akkupark Lampen setzen. Und zwar sagen wir mal so. Immer einen freilassen. Lampe, 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 Lampe. Einen freilassen. Lampe, 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 Lampe. Sauber. Das sieht wirklich sauber aus, im wahrsten Sinne des Wortes. So, Akku... komische Fabrikanlage. Ich versuche jetzt zu simulieren, wie die früher aussah. Geht schon mal nicht. So könnte das gehen. Und dann... Achso, ja, jetzt sind da gerade die Lampen im Weg. Aber theoretisch könnte denn hier da drumherum das Ding laufen. Ja. Und wir hätten drin noch ein bisschen mehr Platz, dass hier Untergrundbells reinlaufen können, um irgendwas zu versorgen. Also soweit gefällt mir persönlich das jetzt schon mal ganz gut mit den neuen Poles. Falls ihr da noch Anmerkungen habt, bei was es denn nicht so gut klappen könnte, wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt dazu, was zu sagen. Ich werde zwar wieder 2-3 Folgen vor euch sein, wegen Aufnahmeverzögerung und so, aber das sollte trotzdem noch hinhauen. Da. Solar Panels. Okay. Genau, die Muster habe ich jetzt. Was wollte ich noch? Oh genau, ich wollte den Drill setzen oder die Drills setzen für das grüne Zeug. Und da wir bisher da noch nichts abgebaut haben, sollte das ziemlich flott gehen. Also einfach mal da in die Kiste. Und wir hatten noch einen, oder? Da. Nein. Nicht so ein. So ein. Oh, oh. Ein fällt weiter. So. Hä? Zeig mir. Achso, die Maschine muss drin sein und nicht der Radius der Maschine. Ja, okay. So. Kiste. Wie viel Output hast du jetzt? 2,6 die Sekunde. Ja, steht da Tropfen und so. Das passt schon irgendwie. Und da kommen die Solar Panels rein. Die Solar Panels haben jetzt schon mehr Output als vier. Als vier von den Steam Engines. Also die Steam Engines sind, ne, wesentlich besser. Eventuell hätte ich wirklich mein Augenmerk lieber darauf setzen sollen. Aber ich komme mit dem ganzen Friemelkram momentan nicht klar. Weil ich halt diese drei Abstufungen der Kohle brauche und hier und da. Wenn wir später vielleicht Roboter haben, dann können wir das umstellen. Weil die Roboter dann für mich die ganze Hin- und Her-Gefriemelei machen. Aber bis dahin, bis dahin, So, Akkus auch gebaut? Sehe ich irgendwo Akkus? Nö. Ja, und ich denke, ich muss da auch erstmal posieren. Weil die grünen Steine nicht hinterherkommen. Was ist jetzt mit euch? Euch kann ich einfach da stehen lassen. Ihr habt hier eure Briketts. Die habe ich ganz vergessen reinzuschmeißen. Tut mir leid. Nimm.
Ja, Capacitors sind gleich fertig. Den kann ich mit den Capacitors die besseren Fabriken bauen. Und dann wird alles besser. Weil momentan hängt es, glaube ich, an den Grünen. Huh? Ja. Grüne Tränke kommen nicht hinterher. Das ist schade. Warum machst du nichts? Oh, nö. Oh, nö, wir haben kein Holz. Wir haben kein verdammtes Holz. Und deswegen werden keine gelben Ärmchen hergestellt. Ja, ich gehe jetzt wieder Holz hacken. Ich fühle mich so Hightech. Ja, Tree Farm Mod ist da ein Stichwort. Hm? Ich denke, damit sollte ich auch bald anfangen. Dass wir eine schöne durchgehende Quelle haben, Holz. Weil Holz wird bei diesem Mega-Mod-Pack doch recht häufig gebraucht. Gerade auch für diese Grundressource quasi. Diese Chipboards. Wobei ich denke, die späteren Versionen werden kein Holzbrett haben, sondern wirklich Zinn oder dergleichen. Ja, kein Zinnbrett. Nee. Es wird Zinn verbraucht werden. So. Holz kommt. Hä? Achso, wir haben doch Holzbretter. Wir haben auch da Holzbretter. Wir haben kein Kupferdraht. Doch, wir haben Kupferdraht. Wir haben auch die Bretter. Wir haben keine Eisen. Oh. Ich habe auch kein Eisen nachgelegt. Gut. Also beides war alle. Sowohl Eisen als auch Holz. So, das staut sich jetzt hier. Wenn sich das da staut, kommt es da hinten an. Und dann läuft das auch wieder los. Yay. Capacitors braucht nur Rot. Oh, das ist ja sehr entgegenkommend. Du dahin. Ich habe kein einziges gelbes Ärmchen. Geh gelbe Ärmchen klauen. So. Nimm dein eines gelbes Ärmchen. Leg das dahin, damit du die grünen Tränke einfügen kannst. Die du gemacht hast. So. Die tickern jetzt durch bis da hinten, weil die gerade eh nicht gebraucht werden. Ich glaube, ich sollte eine kleine Pause machen und ein Käffchen trinken. Aber dennoch, ich finde es schön, dass wir jetzt dieses neue, größere Muster haben mit den tollen Poles. Das wird also nach und nach komplett die ganze Basis durchzogen werden. Dann werden wir weiter auf Akkus und Solarpanels gehen, bis wir die Steam Engines unten wegreißen können. Was eigentlich Schwachsinn ist. Eigentlich sollten wir die weiter laufen lassen, weil die sind parallel dazu eine echt gute Ergänzung. Aber ist erstens eine optische Sache. Und zweitens würde ich ganz gerne wirklich auf einen von den beiden gehen und nicht beides so Kuddelmuddel Hälfte-Hälfte machen. Und ja, ich weiß, dass es wieder nicht so effektiv ist. aber werde ich in Kauf nehmen, denke ich. Sobald gepestet das durch sind, die Fabrik ersetzen durch eine blaue und die Fabrik. Was sagt die Forschung dann noch so? Und dann jetzt wieder auf Waffen gehen? Weil ich muss zwischen den Waffen gehen, das geht sonst gar nicht. Tree Farm Mod nicht vergessen, ja. Und blaue Chips replikazieren, das klingt dermaßen geil. Ja, warte. Was haben wir hier noch so an Vorstufen? Den Superconductor und den Iron Conduit. Die sollte ich dann vielleicht demnächst erforschen. Damit wir in diesen anderen Laboren, diesen gelben Laboren hier, auch andere Forschung betreiben können. Ja, ist ein Plan, ist ein Plan. Soweit alles einigermaßen okay. Ich hoffe, wir kommen mit dem Smog nicht bald dahin, aber das lässt sich eigentlich nicht vermeiden. Deswegen muss ich mir bis zur nächsten Folge überlegen, ob ich nicht doch vielleicht wieder auf Waffen weiter forsche, um dann nach und nach da einen Spawner wegzukriegen und dann wieder einen Spawner wegzukriegen. Sonst, also wir werden nicht überrannt werden. Die Sorge habe ich nicht, aber ich habe die Sorge, dass wir die zu sehr befüttern und mutieren lassen und dann irgendwann die Königin vor der Tür stehen. So, Capacitor ist fertig. Mach bitte Superconduits. So. Und ich mache mir jetzt ein Käffchen. Also, bye bye.